ja, wir haben eigentlich so die ganze dritte Liga abgeklappert. Es gab dann auch zwei, drei Interessenten. Und ja, wir haben halt dann, oder dann war es halt für mich ausschlaggebend zu sagen, okay, in München bin ich nicht alleine, ja, dann gehe ich dahin. Ja, ich glaube, sie waren sehr, sehr unvoreingenommen, haben einfach mal gesagt, ja, den hätten wir gerne hier und schauen halt dann, wie sich das entwickeln wird. Die haben jetzt so die Perspektiven, haben gesagt, hier kriegt jeder seine Chancen und wenn du deine Leistung bringst, dann spielst du auch. Und ja, ich denke, dass ich es ganz gut hingekriegt habe bis jetzt. Also bis jetzt spricht eigentlich nichts dagegen. Für mich läuft es natürlich hier im Moment sehr gut. Und natürlich würde ich ganz gerne irgendwann in die zweite Liga. Deswegen bin ich auch hier hingewechselt, weil ich gesagt habe, ja, ich möchte dritte Liga spielen, ich möchte mich präsentieren. Und was dann passiert, das wird man sehen. Und ich habe auf jeden Fall vor, irgendwann nochmal zweite Liga zu spielen. Das ist jetzt so der nächste Schritt eigentlich.